Hallo liebe Kinder, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin's, eure Peppina, und ich hoffe, es geht euch gut. Heute dreht sich alles um das Thema Haustiere, denn ich möchte euch meine Haustiere vorstellen. Aber erstmal möchte ich von euch wissen, ob ihr auch Haustiere habt und wenn ja, welche denn? Lasst mal hören! Ja, wow! Ihr habt ja tolle Haustiere. Lasst uns mal gemeinsam ein paar aufzählen. Also mir fallen spontan die Katzen ein. Wisst ihr denn, was die Katzen für Geräusche machen? Miau, miau, genau, super, alle zusammen. Miau, 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 prima. Und wenn ich an Haustiere denke, dann fallen mir auch direkt die Hunde ein. Ich glaube, ganz viele von euch haben bestimmt auch einen Hund. Und wie machen die Hunde alle zusammen? Wow, 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 genau. Wow, wow, wow machen die Hunde. Und was auch ganz süße und tolle Haustiere sind, sind Hasen. Aber jetzt weiß ich gar nicht, wie machen denn Hasen? Dazu fällt mir gar kein Geräusch ein. Ich glaube, Hasen schnuppern einfach nur mit ihrer Nase. Schnupper, schnupper, schnupper. Wir versuchen alle mal zusammen mit unseren Nasen zu schnuppern und zu mümmeln. Macht alle mal mit. Das sieht total lustig aus. Jetzt haben wir ja schon einige Haustiere kennengelernt. Jetzt wollt ihr bestimmt langsam mal wissen, was ich für Haustiere habe. Hinter mir seht ihr schon das große Gehege. Und ihr müsst jetzt mal erraten, was ich für coole Haustiere habe. Ich gebe euch mal einen kleinen Tipp. Sie sind ungefähr so klein, dass sie in meine beiden Hände passen, haben ein schönes, kuscheliges Fell. Und jetzt hört mal genau hin, was die für Geräusche machen. Habt ihr eine Idee? Genau, ich habe Meerschweinchen. Schaut mal, das ist mein großes Meerschweinchengehege und die fühlen sich da richtig wohl. Ich habe nämlich direkt 4 Meerschweinchen. Alleine mögen es die Meerschweinchen gar nicht. Ihr seid ja auch lieber mit eurer Familie und mit euren Freunden zusammen. Und die Meerschweinchen mögen es natürlich auch am liebsten, wenn sie nicht alleine sind. Meine Meerschweinchen sind heute ein bisschen schüchtern und haben sich in den Häuschen versteckt, weil ihr alle mit dabei seid. Deswegen zeige ich euch jetzt erstmal, was sich hier alles im Gehege befindet. Hier vorne, schaut mal, haben wir die Futternäpfe. Da können die Meerschweinchen trinken und fressen. Aber hier ist alles leer und ich sehe auch, das Gehege sieht ganz schön chaotisch aus. Ich glaube, hier müssen wir erstmal ordentlich sauber machen. Direkt ins Gehege reinsteigen und dann kann ich hier nämlich viel besser ausmisten. Als erstes fege ich jetzt mal die Futterstelle sauber, damit die Meerschweinchen wieder einen richtig schönen Platz zum Fressen haben. Und dazu nehme ich einen kleinen Handbesen.
sieht doch schon viel, viel besser aus. Und schaut mal, hier haben die Meerschweinchen eine Holzkiste. Da können sie sich drin verstecken. Hier hat sie nämlich einen Eingang und auf der anderen Seite einen Ausgang. Und das macht denen super viel Spaß, Verstecken zu spielen. Mögt ihr auch Verstecken spielen? Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Das macht auch super viel Spaß. Damit ich jetzt den Boden sauber machen kann, muss natürlich jetzt alles aus dem Gehege raus. Natürlich auch die zwei Futterstellen fürs Heu. Und die vielen Häuschen. Auf der anderen Seite haben wir auch ganz viele Häuschen. Und jetzt schauen wir mal, wo sich die Meerschweinchen verstecken. Vielleicht in Häuschen Nummer 1. Nein, leider kein Meerschweinchen drunter. Und in Häuschen Nummer 2. Was meint ihr? Ja oder nein? Wir schauen mal zusammen drunter. Oh, auch kein Meerschweinchen. Na, die haben sich heute aber gut versteckt. Aber ich wette mit euch, in Häuschen Nummer 3 ist mit Sicherheit ein Meerschweinchen drin. Auch nicht. Na, wo sind die denn nur? Auch im Tunnel hat sich kein Meerschweinchen versteckt. Langsam bleiben nicht mehr viele Häuschen übrig. Deswegen schauen wir direkt mal in Häuschen Nummer 4. Da sind gleich 3 Meerschweinchen auf einmal. Die Meerschweinchen haben sich mittlerweile wieder versteckt. Ich wollte euch aber noch zeigen, dass ich hier für den Winter richtige Wärmehäuschen habe. Da ist nämlich eine Heizung drin, damit es den Meerschweinchen im Winter nicht zu kalt ist. Und in den Wärmehäuschen muss ich natürlich auch ausmisten. Deswegen kommt der Deckel natürlich auch runter. Und dann kann ich euch die 4 gleich mal vorstellen. Da kuscheln sie sich auch schon zusammen, die 4, die nämlich heißen wie die Paw Patrol. Als allererstes Marshall, der fast so ein rotes Fell hat wie die Feuerwehr und der ist auch immer richtig neugierig. Dann haben wir den schüchternen Rocky, der sich schon unter meinem Schal versteckt. Hi Rocky! Und wie heißt der Spruch, den Rocky immer sagt? Genau, Rocky rockt. Schaut mal, wen wir hier haben. Unseren Sky. Der hat richtig schöne Farben. Braun und weiß und schwarz. Und ihr wundert euch vielleicht, warum ich der Sky sag. Ich habe nämlich 4 Jungs. Und Sky kann auch ein Jungennamen sein. Und wie heißt der Anführer der Paw Patrol? Genau, das ist Chase, so wie mein kleiner Racker hier. Das ist nämlich auch unser Anführer. Bei den Meerschweinchen gibt es nämlich auch immer einen Chef. Und natürlich ist das der Chase. Und habt ihr schon mal ein Meerschweinchen-Böppel gesehen? Die Meerschweinchen müssen natürlich auch aufs Klo, so wie wir alle. Und die Meerschweinchen machen so kleine süße Böppel und natürlich überall im ganzen Gehege. Deswegen müssen wir es ja auch ausmisten. Dazu schnappe ich mir jetzt einen Eimer und eine Schaufel und dann geht's los.
Die Meerschweinchen machen am liebsten in die Ecken. Deswegen muss ich da ganz gründlich sauber machen. Na, da ist wohl einer neugierig. Der Chase schaut nämlich bei mir vorbei. Und auch Marshall kommt mich kurz besuchen. Jetzt habe ich hier schon einen ganzen Eimer voll und der ganze Mist kommt natürlich in die Biotonne. Tschüss! Meine Meerschweinchen haben jetzt einen kleinen Snack bekommen, die lieben nämlich Bambus. Und ich mache jetzt auf dieser Seite weiter und habe mir mal einen Handschuh geschnappt. Wisst ihr, was das für eine Farbe ist? Richtig, blau. Blau ist eine meiner Lieblingsfarben, genau wie gelb. Und den Handschuh ziehe ich mir jetzt an. Dann kann ich nämlich hier hinten viel besser das Heu wegmachen. Und Meerschweinchen lieben Heu, da können die sich nämlich richtig schön drunter verstecken. Und fressen tun sie es natürlich auch. Dann gibt es für die Meerschweinchen noch neues Streu. Und dann bin ich nämlich schon fast fertig. Wieder ein frisches Gehege und euren Tunnel. Letztes Häuschen. Wow, jetzt haben es die Meerschweinchen wieder richtig schön. Das Gehege ist wieder komplett sauber. Aber irgendwas fehlt doch noch. Könnt ihr euch erinnern? Richtig, super. Danke, dass ihr mich daran erinnert habt. Ich wollte den Meerschweinchen ja noch frisches Futter geben. Dafür gehe ich mal hier rüber zum Tisch. Ich habe nämlich schon etwas vorbereitet. Wisst ihr, was Meerschweinchen am allerliebsten fressen? Richtig Gemüse und am besten ganz viel und ganz frisch. Ich hoffe,
Ihr esst auch alle ganz viel Gemüse, denn Gemüse ist super gesund, denn Gemüse enthält ganz viele wichtige Vitamine. Und jetzt schauen wir mal, ob ihr die verschiedenen Gemüsesorten kennt. Was haben wir denn hier? Das gibt's in Rot und in Gelb und manchmal auch in Grün. Genau, das ist eine Paprika. Oh, ich liebe Paprika, vor allem die roten. Dann haben wir das. Kennt ihr das? Das schmeckt auch super lecker. Genau, das ist eine Karotte. Und das kennt ihr bestimmt alle. Genau, richtig. Eine Gurke. Super. Ihr kennt euch ja richtig aus mit Gemüse. Dann haben wir noch das hier. Genau, das ist ein Salat. Und ganz viele kleine Tomaten. Richtig. Die schmecken mir auch ganz besonders gut. Und dann haben wir noch Petersilie. Das ist zwar kein Gemüse, aber trotzdem sehr, sehr gesund. Und die Meerschweinchen lieben Petersilie. So kann ich das den Meerschweinchen aber nicht einfach ins Gehege legen. Das müssen wir in kleine Stücke schneiden. Ich habe jetzt aber leider kein Messer. Habt ihr eine Idee, wie wir daraus kleine Stücke bekommen? Wir nutzen einfach mal die Peppina Zauberkraft und schauen, was passiert. Steht alle mal auf, die Hände in die Luft und dann rufen wir alle zusammen ganz laut Tiduf, Tiduf, Tiduf. Genau, jetzt seid ihr dran. Tiduf, Tiduf, Tiduf. Super, weitermachen. Tiduf, Tiduf, Tiduf. Wow, vielen Dank für eure Hilfe. Schaut mal. Die Fressnäpfe für die Meerschweinchen sind gefüllt mit leckerem Gemüse und Petersilie. Die werden sich jetzt aber richtig freuen und bestimmt direkt zuschlagen. Marshall, Chase, Sky, Rocky, es gibt Fressen. Ja, guck mal. Und natürlich brauchen die Meerschweinchen auch frisches Wasser. Da nehme ich den Gartenschlauch. Ich weiß nur nicht ganz, wie er funktioniert. Aber ich glaube, ich muss einfach hier vorne... Okay. So funktioniert er wohl. Hier vorne drauf drücken. Und dann... den Wassernapf füllen. Jetzt bin ich aber richtig nass geworden. Immerhin weiß ich jetzt, wie der Gartenschlauch funktioniert. Und ich habe hier noch zwei Futternäpfe. Wisst ihr, was Meerschweinchen auch noch lieben? Gräser und Kräuter. Die fülle ich jetzt noch hier rein. Wisst ihr eigentlich, woher der Name Meerschweinchen kommt? Die Meerschweinchen haben nämlich früher in der Wildnis in Südamerika gelebt und Seefahrer haben die Kleinen dann übers Meer zu uns nach Europa und dann auch nach Deutschland gebracht. Und weil die Kleinen so quieken wie Schweine, hat man sie Meerschweinchen genannt. Liebe Kinder, das war's von mir und meinen Meerschweinchen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr habt gesehen, Meerschweinchen sind natürlich
zuckersüß und es macht super viel Spaß, die zu streicheln. Aber es ist natürlich auch viel Arbeit und die fressen auch ganz schön viel. Also wenn ihr auch Meerschweinchen möchtet, besprecht es auf jeden Fall ganz in Ruhe mit euren Eltern. Und wir haben jetzt alle zusammen noch was vor, denn am Ende des Videos tanzen und singen wir natürlich noch zusammen. Also los geht's! Wir watscheln alle wie ein Pinguin. Der Rüssel von einem Elefant ist schön. Der Panda hat eine coole Brille im Gesicht. Der Igel ist ganz klein und rund und stachelig. Das Nashorn stampft ganz kräftig hin und her. Und der Affe schwingt kreuz und quer. Und alle diese Tiere tanzen heute mit zu Pepinas neuestem Hit. Eins, zwei, drei, alle sind dabei. Wir klatschen in die Hand und drehen uns elegant. Die Hände in die Luft, die Luft, die Luft, die Luft. Wir klatschen in die Hand und drehen uns elegant und freuen uns aufs nächste Mal mit Pepina. Kinder, schön, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Ich freue mich schon riesig aufs nächste Video und denkt immer dran, wenn es mal schwer wird, benutzt einfach die Pepina Zauberkraft. Tido, Tido, Tido. Genau, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.